So, freut mich, dass so viele doch gekommen sind. Ich dachte, mit Image Magic lockt man nicht so viele Leute hinterm Ofen vor. Ich habe zwar auch ein paar Folien vorbereitet. Ihr wisst ja alle, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber wie viele Lügen kann man in 1000 Worte packen? So wie man mit Worten lügen kann, kann man auch mit Bildern lügen und manipulieren. Werden wir jetzt aber nicht machen, werden nur zeigen, wie man Bilder bearbeiten kann. Das kann ja auch ganz sinnvoll sein. Es ist ja auch sinnvoll, seine Worte gut zu wählen. Ich werde erstmal ein paar Sachen live vorführen und dann je nach Gelegenheit ein paar Themen vertiefen. Das waren alles Empfohlen. Ich habe natürlich noch mehr. Image Magic ist ein Kommandozeilentool. Oder sogar eine ganze Familie von Kommandozeilentools. Bekannteste Kommando ist welches? Convert. Damit kann man in verschiedene Formate konvertieren. Was kann man noch machen damit? Was kennt ihr? Screenshot Import, ja. Was will man eigentlich so machen, wenn man Bilder bearbeitet? Crop, beschneiden. Größe ändern. Irgendwie ändern. DPI-Zahl ändern. Filter. DPI-Zahl ändern. Hm. Was ist das? In ein Foto reinfügen. Ja. Wasserzeichen. Wasserzeichen, gut. ISO-Rauschen ausrechnen. Oh. Das geht auch, aber das ist ein sehr komplexes Thema. Okay. Wer weiß, was passiert, wenn ich Convert, Logo, PNG sage? Wer kennt das Ding mit dem Doppelpunkt? Das kenne ich nicht. Logo kann ich schon. Also der hat was gemacht. Logo PNG. Also das ist das Logo PNG. Habe ich die. Image Magic hat ein paar eingebaute Bilder. Die enden alle mit Doppelpunkt hinten. 4 oder 5, soweit ich weiß. Eins davon heißt Logo. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal Folgendes machen: for i in Netscape, was gibt es noch, Wizard, Granite heißt es. Aber ich mache mal die Doppelpunkte weg, die machen wir lieber hinten dran, sonst wird es zu komplex. Also das kennt ihr ja, eine Schleife, du, Convert, jetzt haben wir Dollar I nach Dollar I, jetzt machen wir hier einen Doppelpunkt, Dollar I, was wollen wir haben, ein PNG oder ein GIF? PNG, GIF nicht. GIF gibt es nicht, das ist nicht mehr so. Warum hat man eine Zeit lang GIF nicht verwendet oder ungern verwendet? Wegen Patenten. Die sind ausgelaufen. Außerdem kann GIF nur 256 fahren. Ich kann nur, aber das ist auch gut. Das hat, manchmal will man das ja. Also Christian hat richtig gesagt, GIF kann nur 256 Farben. Nee, ich behaupte was anderes. Es kann alle Farben. Es kann aber nur 256 zugleich. Also in jedem Bild dürfen nur 256 unterschiedliche Farben drin sein. Und das ist der Grund, warum man es im Web so gern verwendet hat, weil sie dadurch klein werden, die Bilder. Und deswegen, wenn man nicht mehr braucht, ist es gut. Und es ist so praktisch das kleinste Format. Jetzt machen wir mal PNG. Und jetzt kann ich die Dinger natürlich auch wieder öffnen, alle. Netscape, Wizard, Granite, Logo, haben wir vorhin schon gehabt. Habe ich da auch ein PNG gemacht? Ja. So, das sind sie jetzt. Machen wir doch die Thumbnails mit dazu. Ja, so sieht das Logo aus. Netscape zeigt eigentlich nur diese Webfarben. Das ist nur so ein Pattern, was die Webfarben zeigt. Und dann gibt es hier noch Rose, das habe ich vorhin schon mal gemacht. Ist auch so ein eingebautes Format. Rose Doppelpunkt. Wofür ist es gut, dass man das alles hat? Na, man kann dadurch
relativ leicht erstmal anfangen mit Image Magic zu experimentieren, ohne dass man sich erst Bilder verschaffen muss. Ja, man kann jederzeit ein Bild in jedem Format herstellen aus diesen paar Dingern und damit seine Kommandos sich ausprobieren. Jetzt will man ja manchmal einfach das eine Format ins andere konvertieren. Einfachste Kommandozeile, ich will das Wizard PNG konvertieren nach A. Jetzt mache ich mal was so. Funktioniert das? Ja. Woher weiß das Convert-Kommando, was es daraus machen soll? Wenn ich eine Endung angebe, dann sagt es, das ist ein JPEG. Die meisten Image Magic Tools sind nicht case-sensitive, also ist egal, Groß- und Kleinschreibung. Und das gibt es also. Und da ist es. Wie kann man überprüfen, ob das ein JPEG ist? File. Und der Sven weiß natürlich wieder mehr. Identify. Was ist das für ein Kommando? Auch von der Familie Image Magic. Identify sagt einen Teilnamen, das Format, dann die Größe, wie viel Pixel. Zuerst kommt die Breite, dann die Höhe. Hinten kommt nochmal eine Angabe, 8-Bit Farbtiefe, welcher Farbraum ein großes Ding ist, und dann steht noch 0,00. Und das sind die Zeiten, die Identify gebraucht hat, um dieses Bild jetzt zu verarbeiten. Es geht ja nicht bei jedem Bild so schnell wie hier. Image Magic kann mit sehr großen Bildern umgehen. Und es kann auch mal Minuten dauern, um das zu verarbeiten. Da steht da hinten dran, wie viel Zeit es gebraucht hat. Ich kann auch sagen, Convert Rows. Und dann sage ich Show. Also die Kommandos, die ich bisher gezeigt habe, das waren zuerst eine Eingabedatei, dann eine Ausgabedatei. Das hier, diese Doppelpunktdateien, das sind die eingebauten virtuellen Dateien. Aber diese Show ist jetzt eine Ausgabedatei. Und das gibt es auch für Windows, wenn man Image Magic auf Windows verwendet, da heißt es bloß Win-Doppelpunkt. Oder auf X kann man sagen, X-Doppelpunkt, könnte ich hier auch sagen, weil hier ein X-Server drauf ist. Ich benutze jetzt hier mal Show. Ja. Im Prinzip ist das das Display, was damit angesprochen wird. Damit kommt, also insofern, wenn ich jetzt eine Kommandozeile ausprobiere, bis mir alles richtig, da schreibe ich es gar nicht erst in eine Datei, ich sage immer Show-Doppelpunkt. Und dann sehe ich, ob das den Effekt gehabt hat, den ich mir erwartet habe. Und dann schreibe ich es erst in die Datei rein. So, das waren jetzt ein paar ganz einfache Kommandos. Aber Image Magic kann viel, viel, viel komplexere Kommandos. Das kann ganze Kommandoketten verarbeiten. Ich gehe aber jetzt noch einmal auf Identify zurück. Identify. Wir hatten ja A, JPEG gemacht. Und da kriegt man nur so eine Zeile. Aber ich kann das ausbauen und sagen, verbose. Ha, kriege ich viel mehr. Kriege ich alle möglichen Details über die Dateien gezeigt. Ich habe es jetzt durch Less gepiped. Ihr seht schon. Ganz schön viel. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, da reicht die Zeit gar nicht für, ist auch nicht so interessant jetzt am Anfang. Ich möchte euch nur Anregungen geben, dass ihr euch selber damit auseinandersetzt. Manche Sachen, die ich jetzt vielleicht nachher zeigen werde, werden bei euch vielleicht nicht auf Anhieb funktionieren. Das könnte daran liegen, dass ihr eine andere Image Magic Version zur Verfügung habt als ich. Deswegen ist eines der wichtigsten Dinge, die ich immer erstmal mache, ich mache es meistens mit Convert, aber ist egal, mit welchem Kommando. Minus Version. Also erstens steht da die Version. Zweitens stehen da noch viel, viel mehr Einzelheiten. Da steht zum Beispiel Q16. Das Ding kann mit bis zu 16-Bit Farbtiefen arbeiten und auch noch ein paar andere Dinge mit höherer Präzision ausführen. Manchmal, auf einem älteren System oder so, hat man das nur mit Q8 kompiliert. Das ist die sogenannte Quantum, die Image Magic verwendet. Das hängt davon ab, wer hat das
Paket gebaut, wer hat das Binary gebaut, wenn man selber kompiliert, kann man das beeinflussen. Dann steht hier was von wegen Features und hier steht was von Delegates. Wenn ich zum Beispiel sage, convert in Downloads die Spezifikation der ISO-Norm für PDF. Und wenn ich das jetzt konvertieren will in ein, sagen wir mal, Seite 1 PNG, dann muss ich jetzt aber hier noch angeben, welche Seite will ich denn da verarbeiten. Denn sonst würde er mir da alle Seiten machen und das Ding hat 800 Seiten, so viel will ich jetzt eigentlich nicht. Und dann gibt man die Seiten in eckigen Klammern direkt dahinter an. Und zwar, welche Seite ist das, wenn ich hier eins sage? Das ist die zweite Seite. Das ist die zweite Seite, richtig. Weil die Zählung fängt hier mit 0 an. Also ich will mal wirklich nur die Seite 1, also muss ich 0 sagen. Und ich will sie nicht in PNG konvertieren, ich will sagen Show. Da kommt sie. Da ist sie. Warum ist das so grau? Das zeigt an, dass es transparent ist. Dass da eigentlich kein weißer Seitenhintergrund ist, sondern transparenter. Das ist eigentlich bei fast allen PDFs, die anständig erstellt sind, so. Deswegen funktioniert es ja auch, dass man zum Beispiel mit PDF-TK Wasserzeichen drüberlegen kann oder drunterlegen kann und man sieht die trotzdem. Also ich kann auch ImageMagick, kann ich PDFs füttern. Aber ImageMagick, was ist das eigentlich? Das ist ein Programm, was eigentlich nur mit Pixelformaten umgehen kann, nur mit Rasterdaten. Und in PDF sind ja selten Rasterdaten drin. Manchmal auch. Es können Bilder drin sein, sehr häufig. Es sind Rasterdaten, wenn es ein gescanntes PDF ist, also wenn es aus einem Scan-Vorgang hervorgegangen ist, sind es meistens Scan-Seitenbilder. Aber in der Regel, ich könnte zum Beispiel sagen, mach mal die Kommandozeile ein bisschen anders. Ich will mal sehen, PDF-Images minus letzte Seite 1 von dieser Datei minus List. Wer kennt das? PDF-Images kennt man, weil man damit früher nur Bilder extrahieren konnte, ohne große Kontrolle darüber zu haben, was da rauskommt. Neuere Versionen haben dieses minus L, minus F, um die First und die Last Page anzuzeigen. Und noch neuere Versionen haben minus List drin. Und damit zeigt man nur die Bilder an, die da drin sind. Da ist keins drin. Wenn ich das weglasse, und alle mir anzeigen, dann dauert es ein bisschen länger, aber das seht ihr, da kommen Bilder raus. Ich breche es mal ab. Ich mache mal den Bildschirm etwas kleiner, dass ihr seht, dass da eigentlich eine schöne Liste rauskommt. Ja, und nicht so chaotisch. Und dann seht ihr auch noch zusätzlich, dass in dieser neuesten Version sieht man hier, da hat es meistens bis hier, die Spalte ging bis hier. Das war dieses Object-ID, war die letzte Spalte. Inzwischen sieht man auch noch die Auflösung des Bilds innerhalb der PDF, die Dateigröße des Bilds innerhalb der PDF und die Kompressionsrate. Das ist ein ganz nützliches Ding, das kennen die meisten nicht, deswegen zeige ich das hier jetzt, obwohl so ein Thema eigentlich vorbei ist. Aber gehen wir mal zurück auf die große Anzeige. Dieses Convert-Kommando. Jetzt machen wir doch mal ein P1 PNG draus. Wie kann das PDF verarbeiten? Weil PDF, dieses hat ja keine Rasterdaten drin, also ist kein Bild drin auf der Seite 1. Da ist wahrscheinlich nur Text drin. Kann man sichtbar machen. Wenn ich hier nämlich sage verbose, dann kommt ein bisschen mehr. Seht ihr hier, dass hier ein Aufruf ist, Ghostscript Library, und wenn man hier eine Kommandozeile, der Ghostscript verwendet hat, wird da ein paar vertraute Parameter drin finden. Das ist ein Beispiel, wie ImageMagick Delegates verwendet. Das sind externe Programme,
die es zum Beispiel verwendet, um Formate, die es selber nicht direkt verarbeiten kann, in ein anderes Format zu konvertieren, was es wiederum verarbeiten kann. In dem Fall steht hier S-Device PNG Alpha. Und das ist wiederum ein Rasterformat, das kann ImageMagick dann selbst verarbeiten. Und dann kann es halt die weiteren Schritte tun, die da nötig sind. Ihr seht auch schon, dass die Auflösung 720 dpi sind, die da normalerweise, wenn man es nicht selber angibt, die es verwendet. Wenn ich eine höhere Auflösung will, dann sage ich hier noch nicht Resolution, wie man vermuten würde, sondern Density 300 minus verbose. So, jetzt dauert es doch nicht so lang, weil da war nicht so viel drauf auf der ersten Seite. Aber ihr seht schon, das hat sich hier geändert. Auflösung wird jetzt 300 verwendet, um dieses Bild aus der ersten Seite zu erzeugen. So, also das sind Delegates. So, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, Convert minus Version, um zu gucken, was haben wir denn hier überhaupt für Delegates. Aber es gibt noch Convert minus List Configure. Auch ein interessantes Kommando, um zu gucken, was habe ich denn überhaupt für eine genaue ImageMagick-Version. Wir gehen das nicht im Einzelnen durch, aber ihr seht, hier wird im Prinzip einem gezeigt, welche Configure-Optionen sind da zur Anwendung gekommen, um das Ding zu bauen. Das haben nicht viele Programme, dass man das so genau im Nachhinein nachvollziehen kann. Samba hat es zum Beispiel. Vim hat es auch, die guten Programme haben das. Die guten Kommandozeilenprogramme. Wieder etwas größer. Was hatte ich gerade gesagt? List Configure. Was schätzt ihr, was es noch für andere Listen gibt, die ImageMagick anzeigen kann, die bekannt geben, über welche Fähigkeiten es selbst verfügt? Also wo ImageMagick sein Innerstes preisgibt an Mechanismen, das hat. Ich sag's euch. Ihr sagt einfach minus List, List, dann kriegt ihr eine Liste aller Listen, die ImageMagick erzeugen kann. Und wenn man da jetzt durchscrollt, ich weiß nicht, wie viel sind, aber ich schätze mal 50, ich habe es mal bestimmt mir angeguckt, gezählt, 70. Nur mal, damit es alle sehen können, 70. Ja, dabei sind ein paar gleich von Anfang an mal interessant sich anzugucken. Ich würde mal zum Beispiel sagen, da waren nämlich Fonts dabei, List Font. Da stehen alle möglichen Fonts drin, die ImageMagick im System gefunden hat, auf die es Zugriff hat. Also man will ja manchmal Fonts, bestimmte Fonts verwenden, wenn man so ein Bild beschriften will, hast du gerade gesagt. Und dann wundert man sich, warum nimmt es nicht den Font, den ich ihm eigentlich angegeben habe, warum nimmt es Courier? Also hier steht der Name, den es verwendet. Und hier steht die Datei, wo das im System drin ist. So, also das war jetzt erstmal List, List. Es gibt noch natürlich ein paar weitere interessante Listen, die man sich anzeigen lassen möchte. Zum Beispiel gerade das, was wir hatten, Delegate. Ich will mir alle Delegates anzeigen lassen. Das sind jetzt nämlich noch andere, als die vorhin bei List Configure bei Version gekommen sind. Ihr seht hier schon, das sind alle möglichen Kommandos, die ImageMagick konfiguriert hat, die es verwenden kann, um externe, praktisch Vektorprogramme einzulesen und in Pixelprogramme zu konvertieren. Und die kann man sich auch selber konfigurieren. Da gibt es nämlich eine Datei. In dem Fall steht die bei mir hier. Da drin könnte ich rumeditieren oder was hinzufügen. Wenn mir bekannt ist, es gibt irgendein Kommandozeilentool, das kann irgendein Format in irgendein Bildformat konvertieren, was ImageMagick dann wieder weiterverarbeiten kann. Schreibe ich das da rein, dann kann ich das direkt auf der Kommandozeile von ImageMagick angeben, weil ImageMagick dann automatisch dieses Tool zu Hilfe ruft.
das waren die Delegates. Ja gut, man könnte Farben, Farbräume, alles Mögliche. Überspringen wir jetzt erstmal. Wir machen erstmal weiter mit einer kleinen Bildbearbeitung. Was will man manchmal, wenn man eine Dokumentation schreibt? Das muss man ja sogar manchmal bei der Arbeit machen, nicht nur wenn man Entwickler ist. Und dann hat man irgendein Bild, das hat aber einen komplett weißen Hintergrund. Und irgendwie will man schon, dass ein schwarzer Rahmen oder sonst was drumherum ist. Wie macht man das? Gucken wir mal zum Beispiel Convert Logo. Jetzt will ich einen Rahmen haben. Ich verrate es euch, so geht es. Minus Frame. Dann eine Zahl. Framed. Machen wir wieder ein PNG draus. Ist da jetzt ein Rahmen drumherum? Also, machen wir den dicker. Machen wir 5. Dann machen wir eine Farbe dazu. Was man da nicht errät, ist, dass man da sagen muss, matte Color. So, das macht dann gleichmäßig einen Rahmen rum von 25 Pixeln Dicke. Wenn ich jetzt aber einen Rahmen haben will, der unterschiedlich ist, rechts und links und oben und unten, dann sage ich 40 mal 5. 40 ist links, 5 ist oben, unten, links, rechts. Seht ihr, dass die unterschiedlich sind? Aber jetzt seht ihr es bestimmt. Macht ihr den extra dazu, Jörg? Ja, wie kriegt man das jetzt raus, ob er den extra dazu gemacht hat? Mal gucken, was da drin steht. Größe. Ja, wir könnten mal zum Beispiel vergleichen Identify Framed. Und was hatten wir vorhin? Hatten wir doch einfach mal eins Logo, gemacht. Logo PNG. Ihr seht schon, ich habe Identify 2 Dateien übergeben auf einen Schlag. Das geht ohne weiteres. Dann sagt er einem halt die Maße bei beiden. 920 ist wie viel größer als 640? 280, oder? Also 140 jeweils rechts und links dazu. Also wir können jetzt schon mal Rahmen malen, wir können Farben geben, wir können Dicken machen. Also das waren jetzt einfache Kommandos. Man sagt Identify oder man sagt Convert, es gibt noch ein paar andere, gibt Montage, gibt Compare. Aber ich will jetzt mal ganz kurz nochmal die Kommandozeile von ImageMagick etwas ausführlicher erklären. Denn die hat sich geändert. Ist zwar schon ein paar Jahre her, 2 oder 3 oder 4 Jahre. Was schlecht war vorher bei ImageMagick immer war, dass sich da vieles geändert hat und haben alte Skripte nicht mehr gescheit funktioniert. Und die Ergebnisse waren, weil man so viele Optionen mitgeben konnte auf der Kommandozeile, die Ergebnisse waren nicht immer direkt vorhersehbar. Die haben inzwischen ein System da reingekriegt, was relativ gut ist. Und zwar zuerst mal ein Kommando. Dann braucht man Input. Und zwar Input kann sein eine oder mehrere Dateien. Dann gibt es sogenannte Image Settings. Dann gibt es Image Aktionen, die durchgeführt werden sollen. Die Settings führen noch nicht die Aktion durch. Die Settings sind nur dafür da, eine Aktion in ihren Einzelheiten zu steuern. Dann gibt es natürlich eine Ausgabe. Aber dazwischen gibt es noch etwas anderes. Da gibt es noch einen Image Stack. Und jetzt ist es so, wenn ich so eine Aktion auf der Kommandozeile deklariere, dann wird die angewendet rückwärts auf alle Bilder, die vorher schon mal geladen wurden. Also das kann entweder das ursprüngliche Eingangsbild sein oder das kann der Image Stack sein, der dazu geladen worden ist. Und sobald die Aktion ausgeführt ist, ist sie vergessen. Dann wirkt die nicht mehr auf nachfolgende
Angaben auf der Kommandozeile. Wenn ich danach nochmal ein weiteres Bild dazu nehme, als Input oder so, hat es keine Auswirkungen mehr drauf. Das wird praktisch sofort konsumiert und ist weg. Wenn ich dann dieselbe Aktion nochmal wiederholen möchte, auf einem weiteren Bild, vielleicht mit anderen Image-Settings, muss ich die Settings hinterher nochmal angeben. So, jetzt will ich mal zeigen, wie man alle diese eingebauten Formate nebeneinander schreibt in ein gemeinsames Bild. Und zwar geht es so, Convert. Jetzt nehmen wir zuerst mal den Wizard. Dann nehmen wir ein 0. Das ist ein weiteres eingebautes Bild. Was macht das? In dem Fall macht es genau einen Pixel, der sozusagen durchsichtig ist. Macht es dazwischen, dann kriege ich praktisch eine kleine Trennlinie zwischen die einzelnen Bilder rein. Dann kommt das Logo als nächstes. Dann mache ich wieder 0 rein. Dann Netscape. Los. Und das war's dann. Jetzt sage ich minus append. Nenne ich jetzt erstmal einfach nur outpng. Also, was ist das? Das sind die verschiedenen Eingaben. Wir sind bis hierher belesen. Und dann steht hier die Aktion, die erfolgen soll. Append heißt hintereinander hängen. Minus append in dem Fall. Und dann kommt die Ausgabe. Hier ist outpng. Ihr seht schon, das sind so verschiedene Bilder. Da ist was Schwarzes. Das ist der Hintergrund. Da ist nämlich ein Bild, das hat die Breite des breitesten Bilds und die anderen sind alle nach links geschoben. Und schwarz ist jetzt halt mal der Default-Hintergrund, weil ich nichts anderes angegeben habe. Eigentlich wollte ich das nicht so untereinander, ich wollte es ja nebeneinander haben. Wie geht das? Das sagt man plus append. Viele dieser Kommandos, oder fast alle, glaube ich, oder inzwischen sogar alle, gibt es als Minus und als Plus. Wenn man sie als Plus verwendet, ist die Bedeutung modifiziert. In dem Fall ist es halt senkrecht, waagrecht. Bei anderen Kommandos kann es was ganz anderes sein. Ja? Also machen wir mal das so. Gucken an, was ist da draus geworden. Ja, jetzt habe ich hier das erste Bild, da das zweite, da das dritte und hier noch die Rose. Also man sieht auch, die sind unterschiedlich groß. Das Schwarze ist geblieben, jetzt sind sie halt nach oben verschoben alle. So, jetzt erzeuge ich erstmal noch ein paar andere Dateichen. For i in. Jetzt versuche ich mal, da die Zeit so schnell fortgeschritten ist, mehrere, mir fällt immer das Englische ein und das Deutsche nicht. Kill two birds or five birds with one stone. Wie sagt man da auf Deutsch? Mehrere Fliegen in einer Klappe schlagen. Ja, mein Gott. Ich nehme mal Logo. Logo. Wieder mit I. X. Also, das hier macht eine Schleife. Von 100 bis 120. Und da sage ich jetzt, ich will das wirklich mal konvertieren. Und zwar will das immer skalieren auf beim ersten Mal 100 mal. Eigentlich wird erwartet, dass man 100 mal und dann die Höhe angibt. Wenn ich die weglasse, skaliert Image Magic automatisch unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Also rechnet selber aus, wie hoch muss das Ding sein. Das heißt, ich mache beim ersten Mal eins, was 100 Pixel breit ist, dann 101, 102 bis 120. Dann kriege ich nachher 120 verschiedene Logos. Kann ja gucken, ob das geklappt hat. Ja, Hammer. Und ich könnte auch sagen,
Bei Identify will ich wissen, sind die alle so breit geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Identify, ihr seht schon, 100, 101 bis 120 Pixel. Und auch die Höhen ändern sich entsprechend. So, eigentlich will ich ja jetzt was mit diesem Stack anfangen, den ich hier habe. Ich hätte es auch direkt in derselben Kommandozeile machen können, aber das wäre vielleicht sonst zu komplex geworden. Jetzt sage ich Convert Logo. Ich will genau die haben, die so heißen. Dieses Fragezeichen wertet die Shell aus. Das heißt, die Shell schreibt da hintereinander von Logo 100 bis 120 alle diese Bilder. Und jetzt mache ich etwas, habe ich noch nicht erwähnt, dass es geht. Das sage ich jetzt minus Clone. Man kann nämlich jetzt einen Image-Stack erzeugen in der Pipeline von ImageMagick. Das wird nachher nirgendwo hingeschrieben, das merkt es sich nur in Memory. Wichtig ist, dass man davor und dahinter jeweils ein Leerzeichen hat für ImageMagick, damit es das unterscheiden kann, was ich da machen will. Und für die Shell ist es wichtig, dass man das escaped. Also deswegen sieht es jetzt hier so komisch aus. Und jetzt sage ich, ich will klonen. Und zwar von 1 bis, ich könnte jetzt sagen, ich will nur von 1 bis 5 klonen. Das würde dann das Logo 100, 101, 102, 103, 104 klonen, weil das hier der Index ist. Das klont jetzt alle Bilder, die ich jetzt hier angebe. Aber es gibt eine spezielle Bezeichnung, den Index minus 1, das ist das letzte. Wenn ich jetzt also sage, von 1 bis minus 1 werden alle Bilder geklont. Und damit bin ich fertig. Nee, das will ich ja gar nicht. Ich will ja jetzt, dass die sich rückwärts wieder zählen. Ich habe also von 1 bis 120 die Bilder und will jetzt, dass die wieder von 120 bis 101 zurückzählen. Da sage ich jetzt in diesem Stack noch Reverse. Das heißt, ImageMagick ordnet die umgekehrt an. Jetzt nenne ich das OutGIF. Open OutGIF. OutGIF ist hier. Also der zeigt Einzelbilder an. Unerwartet. Okay, das ist jetzt diese Vorschau von Apple. Ich habe hier einen Alias, der heißt Cropen. Das ist Open mit Chrome. Seht ihr, das Ding ist jetzt animiert und zwar dadurch, dass ich den zweiten Stack da gemacht habe, wächst es auch wieder kleiner. Also bei GIF, wenn man da mehrere Eingabedateien gibt und hinten dran als Ausgabe ein GIF, dann ist das automatisch animiert. Wobei die Animation natürlich nur Sinn macht, wenn das relativ ähnliche Bilder sind. Ansonsten die Überblendzeit geht auch noch dazu justieren. Die Überblendzeit, diese Frame-Fold. Minus Delay, machen wir mal 2. Laden das Ding neu. Macht das jetzt was anderes? Egal. Was ich jetzt aber noch mache, erstmal ist, ich lasse mal den Stack weg. Dieses Ding da mit dem Reverse. Jetzt wird es größer und springt dann zurück an Anfang. Größer springt zurück an Anfang. Ich habe die zweite Hälfte der Bilder weggelassen. Okay, dann Compare. Machen wir erstmal nochmal zwei Dateien, die sich lohnen zu vergleichen. Word Rows nach Rows PNG und nach Rows JPEG. Und dann machen wir Compare. Rows JPEG, Rows PNG. Output nennen wir Delta PDF. Also ImageMagick kann auch PDFs erzeugen. Natürlich sind diese PDFs dann auch wieder nur Bilder, die auf einer Seite drauf sind, aber halt sonst nichts auf der Seite. Compare möchte erstmal zwei
Parameter, nämlich die zwei Dateien, die ich vergleichen soll. Und wenn ich das Delta aufmache, sieht man da hier was Rotes. Das ist auch cool. Da sieht man irgendwie, im Hintergrund ist da noch irgendwie was anderes und ein paar Pixel sind weiß. Das sind die Pixel, die identisch sind. Jetzt machen wir mal das vielleicht bei einem den Wizard erst. Der ist vielleicht dankbarer, weil jetzt gehen wir auf das Delta. Ihr seht schon, man sieht vielleicht ein bisschen mehr damit. Also hier wird jetzt jeder Pixel rot, der sich unterscheidet bei dem zweiten Bild verglichen mit dem ersten. Aber was ich jetzt vielleicht machen will, ist noch einen Fussfaktor angeben. Das heißt, wenn die Pixel ähnlich sind, ähnlich genug, dann will ich, dass die als gleich bewertet werden. Seht ihr? Jetzt unterscheiden die sich nicht mehr so. Jetzt muss ich schon relativ weit reinzoomen, um da was zu erkennen. Oder vielleicht war das zu radikal. Was man auch noch machen kann, ist sagen, erstens möchte ich nicht die Default Density von 72, sondern ich möchte vielleicht schon eine höhere haben. Und zweitens möchte ich, dass dieser Vergleich nicht so ausfällt, wie man hier gesehen hat, dass da im Hintergrund noch, also ich zeige es einfach, minus compose src, kommt was anderes raus. Umspringt. In dem einen Fall kriegt man halt nur rote Pixel und weiße und im anderen Fall kriegt man so leicht im Hintergrund das Originalbild so als ausgegrautes Bild zu sehen. Wenn man dann irgendwelche Differenzen sucht, tut man sich leichter. Also ich verwende es sehr häufig beim Debugging von PDFs, wenn ich sehen will, was hat sich geändert. Wenn ein PDF durch irgendein PDF-Verarbeitungsprogramm gelaufen ist, ja, dann können sich Fonts ändern, da können sich Fontgrößen ändern, da können sich durch Rundungsfehler können sich Verschiebungen ergeben, sehe ich damit. Wenn ich eine Density von 300 einstelle, sehe ich das auf jeden Fall. Kann ich diese Deltas, die sind jetzt momentan nur ein Bit, kann man die auch mehrere Bits machen? Nee. Ich habe hier Compose SRC. Man kann verschiedene Arten und Weisen, wie die Vergleiche stattfinden sollen, kann man angeben. Man kann auch sich statistische Rückgabe geben lassen, von wie viele Pixel unterscheiden sich überhaupt. Das ist praktisch eine Zählung von Pixeln. Das heißt, sowas kann man verwenden, wenn man jetzt Softwareentwickler ist, der mit PDFs zu tun hat und dessen Programm, der kann praktisch Unit-Tests damit bauen, um zu gucken, ob genau das erwartete Ergebnis noch rauskommt. Ja, weil, ich zeige jetzt noch was anderes, eine Ausgabe, es gibt zwei Textformate, die ImageMagick verwenden kann. Einfach einmal Text mit E und einmal Text ohne E. Convert, nehmen wir mal wieder Rose, ist relativ klein, nach Rose TXT. Was glaubt ihr, was da rausgekommen ist? Also, ich zeig's. Da steht jetzt praktisch für jeden Pixel, das sind die Koordinaten, also welche Zeile, welche Spalte. Da stehen jetzt die Farbwerte drin. Für jeden einzelnen Pixel. Und da kommen natürlich relativ große Dateien raus. Hinten steht noch als Kommentar drin, was man da im Web verwenden würde und was in einer anderen Syntax für die Farbangabe. Aber ich kann das bearbeiten, natürlich den Text, kann da andere Farbwerte zuweisen, einzelnen Pixeln oder gescriptet oder so. Und ich kann dann wieder sagen, convert rows txt an Sven GIF. Jetzt öffnen wir das mal wieder mit Chrome Groupen.
SvenGIF. Da ist es SvenGIF. Aus der Textdatei hat er wieder ein GIF gemacht, was wie eine Rose aussieht. Ja? Das ist das eine. Als Ausgabe oder auch als Eingabe, dieses TXT-Format. Ich kann aber auch sagen, zum Beispiel man convert, das pipe ich nach, ich will da in das Call kommen, ich will da hinten die Zeilenumbrüche weghaben und das pipe ich nach convert und da sage ich jetzt Text minus. Das ist eine andere Sache, die ich noch nicht erklärt habe. Das wäre jetzt eigentlich eine Datei. Das Minus heißt einfach Lese von Standard In. Aber damit ImageMagick sich leichter tut, damit was es verarbeitet, kann ich immer vor einem Dateinamen auch noch angeben, betrachte das jetzt als eine Textdatei, mit dieses Format mit E. Ja, also ich kann erzwingen, dass es irgendein Format ich akzeptiert. Also zum Beispiel bei Dateien, die keine Endung haben, gibt es ja auch gelegentlich. Ja. Das sagt man immer mit einem Doppelpunkt vorne dran, Formatname. Und das will ich jetzt konvertieren nach, ich sage einfach mal man. Jetzt seht ihr, was passiert ist. Das ist ein animiertes GIF, weil die Manpage viele Seiten hat. Also was mache ich? Ich könnte zum Beispiel sagen... 5 Sekunden pro Seite. Muss reichen. Ich pipe das nochmal durch Head. Mach dasselbe nochmal, lade dieses Ding nochmal. Jetzt seht ihr, jetzt hat es auf eine Seite gepasst, ist nicht mehr animiert. Also ImageMagick kann viel mehr, als man gemeinhin denkt. Kann nicht nur Sachen konvertieren, Formate, kann skalieren, kann Rahmen zeigen, kann komplett Bilder von vornherein malen. Auf der Kommandozeile kann man damit malen. Bilder beschriften war vorhin auch noch ein Wunsch. Lass mich mal gucken, ob ich ein Bild hier habe. Dieses Bild. Angenommen, wir wollen das beschriften. Jetzt liest man in der Manpage, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie gut die Manpage ist. Die habe ich noch schon jahrelang nicht mehr benutzt. Ich weiß das natürlich auch nicht immer alles auswendig, wenn ich was ganz Ausgefallenes machen möchte. Vielleicht gehe ich da mal ganz kurz jetzt hin. Wer das nicht kennt, die Webseite, erstens gibt es natürlich ImageMagick.org, da gibt es zu allen Optionen, ein paar davon habe ich ja auch verwendet, also es gibt mehrere hundert Optionen, ja, vor allem wenn man das Plus-Minus noch mitrechnet, da gibt es, egal was ihr euch angucken, da gibt es eine kurze Hilfe, ich weiß nicht, ob das in der Manpage alles so drin ist oder ob da nur eine Kurzfassung davon drin ist, aber was noch wichtiger ist, ist dann diese Abteilung für Anfänger, die da heißt Usage. Da lohnt es sich wirklich drin rumzustöbern. Da sind jede Menge Beispiele und praktische Sachen drin. Da findet man fast immer die Lösung. Man muss vielleicht 2 Stunden drin verbringen. Jedenfalls, wenn man da am Anfang ist und sagt, ich will mal mein Bild beschriften, dann würde man jetzt zum Beispiel folgende Lösung finden. Lass mich das nochmal hochbringen. Convert. Jetzt gehen wir erstmal das Bild an. Nature PNG. Da gibt es nämlich diese Aktion Annotate. Und dann sagt man da zum Beispiel 0. Und jetzt will ich den Dateinamen eigentlich zu jedem Bild, dass der da drin steht, im Bild, wie der Dateiname ist. Da gibt es eine Abkürzung. %F. Es gibt so circa 50 oder so Prozent Escapes, nennt sich das. Da gibt es auch eine Liste von ImageMagick. Da habe ich einen Bug Report oder Feature Request offen bei denen, weil mit minus List Escape kriege ich das nicht angezeigt. Das steht nur bei denen auf der Webseite.
Aber das %F heißt immer der Dateiname, den ImageMagick mitgeteilt kriegt, auf der Kommandozeile, dass es den verwenden soll. Und jetzt sage ich mal, jetzt nehme ich das halt mal wieder out, png. Gucken wir mal, was rausgekommen ist. Also was rausgekommen, kann man nicht lesen. Und muss man da noch mal ein bisschen was verbessern. Und zwar, ich könnte hier zum Beispiel noch sagen, minus, ich will das ja unten hingeschrieben haben. Gravity South. Das ist, man kann alles Mögliche sagen. Gravity North, Gravity West, East, Northwest, North, East. Also alle diese grundlegenden Himmelsrichtungen funktionieren. Und dann wird ImageMagick halt diese Schrift, die ich dazu haben will, da dran schreiben. So. Sieht man da was? Falsche Datei. Ha? Falsche Anzeige wahrscheinlich. Man sieht es auch hier bei mir ganz schlecht. Aber jetzt machen wir das ein bisschen anspruchsvoller. Wir sagen, was soll er für einen Hintergrund machen? Und zwar kann man jetzt die Farbe angeben des Hintergrunds. Und die gebe ich jetzt am liebsten in der Syntax an, in dem Fall. Was heißt das, wenn ich da vier Dinger verwende? Was ist das vierte? Transparenz. Die Transparenz, genau. Ich muss vielleicht noch eine Breite angeben. Identify minus Format. Zeigt gleich was anderes wie von genau diesem. Seht ihr schon, was das gemacht hat? Mit Identify kann ich mir auch nur einzelne Werte zurückgeben lassen, wenn ich da ein Format angebe. Das Format %W ist ein weiteres Magic Escape, zeigt einem die Breite an. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich hier für die Shell die Breite in dieser Variablen speichern möchte. Und jetzt noch die Höhe ist was? H. Also eigentlich ist das jetzt schon ein Baustein für ein Skript, wenn man das automatisieren will. Ja, dass ich das immer so einlese. Also können wir zuerst sagen, was wir machen wollen. Dann Hintergrund. Dann sagen wir mal, Fill Yellow haben wir. Dann sagen wir jetzt die Size, minus Size. Da reicht es eigentlich, wenn wir einen Parameter angeben und dann hinten wieder das X, damit er das selber skaliert. Man kann auch einen Parameter angeben, selbst wenn er nicht passt. Dann versucht ImageMagick das trotzdem so zu skalieren, dass wenigstens eins von beiden passt. Das probiere ich hier gerade aus. Und jetzt müssen wir noch sagen, die Caption. Caption, Doppelpunkt. So. Und jetzt muss ich das ja noch übereinander lagern, Composite. Mal sehen, ob es jetzt geklappt hat. So, man kann auch Text reinschreiben und ImageMagick mitteilen, es soll selbst das so skalieren, dass es reinpasst in die Box, die ich vorgebe. Also das ist ja vielleicht manchmal auch was, was man gerne hat. Das war das wichtigste Anliegen, euch anzufixen.